Wenn du dich jemals gefragt hast, ob es wirklich zu deiner Lebensaufgabe, zu dem Plan deiner Seele gehört, von 8 bis um 5 Uhr im Büro zu hocken, Dinge zu machen, die dich nicht wirklich glücklich machen, die dich nicht wirklich erfüllen, die dir aber ein sicheres Einkommen vermeintlich bescheren, dann ist das Video hier genau richtig für dich. Mir ist heute Morgen mal wieder bewusst geworden, wenn ich so zurückblicke in mein früheres Leben, wo ich tatsächlich von morgens bis abends im Büro hockte, stolz auf die Stelle war, aber innerlich total unglücklich und von einem freien Leben geträumt habe, in welchem Leben wir gerade mal wieder angekommen sind. Unsere Tochter hat erzählt, wir starten ja morgens immer am Strand und sie ist heute Morgen dann in eines unserer Lieblingscafés und ein Mann, mit dem wir da des Öfteren morgens mal so im Gespräch sind, der hat so gefragt, was wir denn eigentlich so beruflich machen oder überhaupt so tagsüber machen, weil er uns da anscheinend morgens oft des Öfteren mal am Strand sieht. Sie hat dann so erzählt, naja, wir starten morgens hier am Strand, ein bisschen Sport, hüpfen ein bisschen ins Meer. Da gibt es Brunch zu Hause und am späteren Vormittag arbeiten wir dann ein bisschen am Computer und wenn wir dann wieder Lust haben, fahren wir wieder an den Strand, holen den Computer mit oder lassen ihn zu Hause und wenn wir abends Lust haben, so den Tag ausklingen zu lassen, dann sind wir einfach auch nochmal am Meer, am Strand unterwegs. Und als sie mir das so erzählt hatte, ist mir wirklich selbst nochmal bewusst geworden, in welchem Leben wir sind. Weil es ist ja im Grunde genommen, es ist ja der Alltag. Es ist ja im Grunde genommen so der Alltag, morgens aufzustehen, an den Strand zu gehen, den neuen Tag zu begrüßen, mit der Family zu brunchen, um dann nachher ein paar Stunden ein bisschen am Computer zu hocken und ja, dann den Tag nochmal ausklingen zu lassen. Und das war ja nicht immer in meinem Leben so. Ich habe ja auch mal davon geträumt, frei zu leben, frei auf der Welt unterwegs zu sein und habe mich immer gefragt, wenn ich andere da draußen beobachtet hatte, das war verstärkt, habe ich damit angefangen, so 2012 in die Richtung zu träumen, in die Richtung zu denken, wo ich den ein oder anderen oder die ein oder andere Familie auf dem YouTube-Kanal damals beobachtet hatte und gedacht habe, Mensch, wie machen die das? Das will ich auch. Und dann habe ich mir eine Unterstützung geholt, wirklich Mentoren an meiner Seite gehabt, die mir dann mal eine Anleitung gegeben haben. Dann ist zum ersten Mal ein Vision Board entstanden, mit dem ich dann wirklich gewirkt hatte, weil zuvor, ich glaube, von einem Vision Board habe ich zum ersten Mal was gehört vor 20 Jahren, habe auch Vision Boards gemacht, die ich aber nie zu meiner Lebenswirklichkeit habe werden lassen, weil es da so ein paar gewisse Dinge gab, die mir damals niemand erzählt hat und deshalb, ja, bin ich den Zielen nachgehechtet, aber sie sind nie zu meiner Lebenswirklichkeit geworden. Als ich dann aber wirklich mal erfahren habe, auf was es bei einem Vision Board wirklich ankommt, da war es das erste Mal, dass diese Dinge, die ich da bildlich abgebildet habe, dass die dann wirklich zur Realität geworden sind. Und das ist mir heute Morgen nochmal so bewusst geworden, wenn du wirklich mal beginnst, ein Vision Board zu machen mit deinen eigenen Dingen, die tief aus dir heraus sprudeln, wie du es wirklich im Leben gerne hättest und so ein paar Dinge beachtest, dann wird das viel schneller zu deiner Lebenswirklichkeit, als du es bis eben noch glaubst. Das sind Dinge, die hat man uns ja nirgendwo beigebracht. Wir sind ja alle, ich ja auch, diesem klassischen System, das klassische System haben wir ja erstmal durchlaufen, ja? Schule, Ausbildung, Studium und dann gucken, naja, wie kann ich mich denn mit meinem Leben arrangieren? Mir fällt gerade eine meiner VIP-Kundinnen ein, die auch dann hier ein paar Tage mit mir auf Zypern verbracht hatte, ganz exklusive Tage, die dann auch mal sagte, jetzt verstehe ich mal, wir saßen da auch in einem Café und die dann auch zu mir sagte, Mensch, jetzt verstehe ich auch mal, du erzählst immer davon, dass so viele digitale Nomaden da auf der Welt unterwegs sind, die einfach irgendwo im Café hocken und arbeiten in meiner Welt. Trotzdem ich ihr das immer wieder erzählt habe, gab es bis eben dennoch nur ja, so dieser 9-to-5-Job. Ich habe das gar nicht so wirklich für
für wirklich gehalten, dass es das gibt. Und wenn ich mich jetzt hier umgucke, wie viele junge Menschen sitzen hier, die am Computer arbeiten und sich damit ihr Leben gestalten, ihren Lebensunterhalt gestalten. Und ich würde dich gerne mal dazu ermutigen, wirklich mal radikal ehrlich zu dir zu sein und dir mal klar darüber zu werden, wenn alles für dich möglich wäre, wie genau hättest du denn wirklich dein Leben? Und notier dir das auch gerne mal. Nimm da mal Zeit, diese Dinge wirklich bis ins Detail mal zu notieren. Und da unser Gehirn nun mal in Bildern denkt, diese Dinge auch zu Papier zu bringen und dir somit wirklich mal Klarheit zu verschaffen, wie genau dein Leben nach deinem Herzen, nach dem Plan deiner Seele tatsächlich ausschaut. Weil auch du bist doch nicht hierher gekommen, um Dinge zu machen, die nicht wirklich deiner Essenz, deiner Seelenessenz entsprechen, um dich mit dem Leben zu arrangieren, um dir glaubhaft die Geschichte zu erzählen. Das Leben ist halt eine harte Schule, das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist halt so. Ich muss irgendwie noch bis zur Rente durchhalten und dann fange ich an zu leben. Das sind alles Dinge, die du wirklich mal über Bord werfen kannst. Ich weiß, wie es ist, so nach dem Motto, aller Anfang, ja, ich will jetzt nicht sagen, aller Anfang ist schwer, aber ist schon ungewohnt, da die Komfortzone zu verlassen. Weil der Kopf, der quatscht einfach dazwischen und stellt alles in Frage und ja, gibt dir da ein Szenario, was ist, wenn es nicht funktioniert, wenn es schief geht und, und. Auch da kannst du mal hingehen und deinem Kopf mal, unserem Qualitätsoberbeauftragten, eine Gegenfrage stellen. Was wäre, wenn es wirklich großartig ist? Was wäre, wenn es wirklich großartig wird? Was wäre, wenn es wirklich funktioniert? Und dann viel mehr deinem Herzen folgen. Dann wirst du sehen, wie rasch sich neue Möglichkeiten, Türe und Tore sich auch für dich öffnen und du ja, mehr und mehr in dem Leben ankommst, was wirklich dem Plan deiner Seele, deinem Herzen entspricht. Hab Mut und trau dich da wirklich den Impulsen, die du bekommst, zu folgen und staune, wie sehr das Leben wohlwollend an deiner Seite ist. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.